Einen schönen guten Morgen, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Was ist seit gestern passiert? Im Grunde genommen genau das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wir werden hier wahrscheinlich nochmal die obere Linie des Symmetrical Triangles anlaufen, hoffentlich drüber brechen. Das haben wir noch nicht geschafft. Dann sehe ich, dass wir nochmal zurückkommen auf ungefähr die 36.000, die wir genau angelaufen haben. 35.9. Und werden dann hoffentlich nach oben weiterziehen. Ja, das ist jetzt hier auf dem 8-Stunden-Chart. Da sieht man jetzt nicht so viel. Wie gesagt, wir bewegen uns hier eher seitwärts. Meine Meinung nach ist, dass wenn ich mal runtergehe auf den 4-Stunden-Chart, dass wir hier eher eine schöne Art Bullenflagge formen. Ja. Und dann möglicherweise hoffentlich langsam erst die 37,5 nehmen und uns dann aufmachen, um endlich diese Linie hier zu durchbrechen. Wir sehen aber auch Folgendes, und zwar, wir haben uns noch nie so lange so knapp unter dieser Marke aufgehalten. Wenn ich das jetzt hier mal ein bisschen größer ziehe, dann hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 Stunden Kerzen, bevor es dann kräftig nach unten geht. Wir haben hier jeweils die obere Marke angelaufen und sind dann eigentlich sofort gescheitert. Hier haben wir 1, 2, 3, 4 Kerzen, ehe wir gescheitert sind. Und was haben wir jetzt hier? Wir sind angelaufen, das ist die 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Kerze. Was heißt das? Ja, das heißt im Grunde genommen, dass es eher ein bullisches Signal ist, dass wir unter einer wichtigen Supportmarke uns halten und nicht sofort abgewiesen werden. Falls es hier wirklich eine Bullenflagge ist, von der ich vorhin gesprochen habe, und ich die Trendlinien, sag ich jetzt mal, hier ansetze, haben wir natürlich auch ein Breakout-Target. Das heißt, das ist vom aktuellen Tief bis zum Anfang der Bullenflagge. Das wäre hier. Wenn wir das dann an den Ausbruchspunkt setzen, wo kommen wir hin? 42.000. Ne? Das ist die Marke, über die ich seit mehreren Tagen und Wochen rede. Eine sehr, sehr wichtige Widerstandsmarke. Und das, falls wir hier drüber brechen, diese als erstes anlaufen werden. Das bedeutet einfach nur für mich, dass wenn wir jetzt hier aus dieser Bullenflagge vielleicht nach oben hin ausbrechen, hoffentlich endlich mal über diese Linie hier kommen und dann auch vielleicht eine Bestätigung kriegen, hier nochmal zurückkommen auf diese rote Linie und dann nach oben hin zu 42.000 ziehen. Alles andere sehe ich eher als bärisch, wenn wir die Marke von 36.000, eher 35,5, wenn wir unter diese Linie hier kommen, dann sehe ich doch eher weiteres Abwärtspotenzial. Heißt also für mich, ich werde, falls wir... Heißt also für mich, ich werde, falls wir über diese Linie des Symmetrical Triangles kommen, in dem wir ja jetzt eigentlich wieder drin sind, falls wir hier rüberkommen und die Marke von 38,2 ungefähr halten und dann ein wenig den Support vielleicht bestätigen, eine Long-Position eröffnen, falls wir unter die Marke von 35,5 ungefähr fallen, vielleicht eine Short-Position eröffnen mit dem ersten Ziel 33,8, 33,9 und wenn wir diese Marke nicht halten können, sehe ich erst auch mal wieder die knapp 30 bis 31.000, wobei ich nicht hoffe, dass wir so weit runterfallen. Auf dem 1-Stunden-Chart ist mir aufgefallen, dass wir hier vielleicht noch eine Kleinigkeit haben mit, aber das ist meiner Meinung nach doch eher mit ein bisschen, naja, sag ich mal, Fantasie, sag ich mal, wenn wir hier eine mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation hätten, dann würde ich nämlich behaupten, dass die Nackenlinie hier ungefähr bei 36,3 liegt. Falls wir die brechen, müssten wir dann die Höhe der Schulterkopf-Schulterformation abarbeiten und würden dann auch ungefähr auf die 34.000 kommen, von dem das erste Ziel ist, das ich euch gerade gesagt habe. In dem Sinne war es dann eigentlich für die kurze Analyse für Bitcoin für heute. Ich werde jetzt gleich nochmal weitermachen mit Ethereum. Und wünsche euch dann schon mal einen schönen Tag. Falls ihr Interesse habt an Ethereum und Litecoin Chart, dann guckt jetzt gerne ins andere Video rein. Da geht's jetzt weiter.